Seht ihr diese Blitze da oben? Die Barriere steht also immer noch. Doch der Held ist bereit, das letzte Gefecht zu schlagen. Er zieht seine Waffe, macht sich bereit, geht in den Schläfertempel. Er ist schon vorm Eingang, er steigt die Treppen hinab, steckt die Waffe nochmal kurz weg, macht ein kleines Verschnaufpäuschen und geht rein. Ja, ich heiße euch damit herzlich willkommen zum letzten. Naja, der letzte Part ist es noch nicht, aber dafür das letzte Gefecht, kann man sozusagen sagen. Wir müssen jetzt gegen den Schläfer, den von Orks genannten Kruschak, von. Ja, einen fiesen Erzdämon. Ja, wir waren richtig fleißig, wir haben bloß die Kundenerwerbung. Ja, Karte weg, Kundenerwerbung nicht geschafft. Boah, ist schade, das treibt mir jede Nacht Tränen in die Augen, ich kann da gar nicht mehr schlafen, aber da muss man halt drüber wegkommen. Und 16 Stunden, 22 Minuten haben wir schon gespielt, da kommen jetzt sicher noch einige dazu. So eine, ich denke mal, eine halbe Stunde werden wir jetzt dafür noch brauchen, oder vielleicht sogar eine Dreiviertel, aber ich will da jetzt keine voreiligen Schlüsse draus ziehen. Und ja, wenn du so trantütig und lahm dahin läufst, da kann das na sicher sich noch in die Länge ziehen. Und ja, drum habe ich ja da extra einen Verwandlungszauber mitgenommen. Den, wo ich, also wir haben uns in diesem Let's Play wirklich nur einmal verwandelt und das war bei diesen blöden Dings als Fleischschwanze. Drum habe ich da jetzt extra mal ein schnelles Tier mitgebracht, damit wir uns auch mal verwandeln können. Und zwar in einen. Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber ein Crawler ist auch in Ordnung. Wir gehen natürlich dann gleich durch diesen. Oh, ein toter Tempelcrawler, der hat es nicht geschafft. Tach, Kollege. Oh, geht, geht, geht. Naja, ich fühle mich jetzt hier eigentlich richtig wohl. Super, das fühlt sich echt schön an hier. Wow. Ach was, lass der Schläfer, der kann ruhig noch ein bisschen bleiben. Ich bleib hier unten. Nee, Quatsch. Ich will den Schläfer tot sehen. Ich will endlich raus aus dieser verfluchten Kolonie. Gelle. Also so ein Crawler, der hat schon irgendwas Spezielles, ne? Aber naja. Auf Lebenszeit möchte ich schon mal keiner sein. Das ist dann schon mal klar. Okay, hier ist wieder dieser große Raum. Der macht sich auch nicht schlecht. Oh, hallo Hermes! Du hast auf mich gewartet. Na, sowas. Das hättest du aber nicht machen müssen. Ach. Ein ganz ein netter Kerl, dieser Dämon. Hat extra hier auf mich gewartet. Ich habe ihn nur einmal benutzt, da hat er mir wenig geholfen, aber jetzt hat er tatsächlich auf mich gewartet. Na super. Okay, wir müssen jetzt einfach bloß hier lediglich geradeaus durchlaufen und dann sind wir schon im letzten Raum, im letzten, im Schläferschlafzimmer, genau. Ach, der Kollege da. Wenn ich diese Arschgeigen schon wieder sehe, diese fanatischen Templer. Ach nee, stimmt. Oh nee, das haben wir noch gar nicht aufgemacht. Das heißt, ich muss da jetzt irgendwie das auch noch aufmachen. Naja, dann gehen wir einfach mal hier längs. Das sieht da so danach aus, als ob das irgendein Mechanismus auslöst, um dieses Tor da zu öffnen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ich habe zu viel geraucht, zu viel gesoffen in diesem Let's Play. Ja. Und da springt er von Stein zu Stein. Er ist vorher über Stock und Stein gesprungen und. Aha, soweit ich das lesen kann, soll das ein Aufzug sein. Na, kannst du kommen. Du hast jetzt so viel geschafft, da kannst du jetzt wohl diesen Schalter da drehen. Also, der hält der. Das ist tatsächlich ein Aufzug. Wow. Die Orks, die haben echt schon richtige Mechanismen gehabt. Ne? Das ist cool. Da sind wir jetzt hier unten in irgendeinem Raum. Halt, 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 halt! Ich will mir doch eine Fackel. Hey, wir sind unsichtbar. Ich will mir doch bloß eine Fackel anzünden, Mensch. Eieiei. Ah, da sind die Fackeln. Cool, wir haben über 50 Fackeln. Das ist jetzt mal so ein Rekord, den wo wahrscheinlich überhaupt niemand interessiert. Ja, Roman Deinzer hat es geschafft, in dem Computerspiel Gothic über 50 Fackeln zu haben. Das ist doch Applaus wert. Oh nee, jetzt haben wir uns schon wieder eingeschlossen. Ach Gott. Kennt jemand die Nummer vom Schlüsseldienst auswendig? Habe ich's doch gewusst. Aha, okay, was soll das sein? Also, um das Tor zu öffnen,
du, der Held oder irgendein Typ in der Mitte da soll gegen Crawler kämpfen. Also das sollen Crawler sein, denke ich mal. Und das da unten in der Mitte sind wir, also. Huh. Um das Tor zu öffnen, müssen wir diesen Schalter mal betätigen. Dann kommen wahrscheinlich Crawler und dann öffnet sich das Tor. So habe ich das verstanden im Moment. Ja, vielleicht kommen jetzt auch. Keine Ahnung. Es kann alles kommen, aber wie es aussieht, kommt nichts. Auch gut. Das Tor öffnet sich sogar, ohne dass was kommt. Ah, und hey, es kommen gar keine Crawler. Das Tor öffnet sich hier auch ganz normal. Ist jetzt auf der anderen Seite vielleicht auch ein Schalter, der vielleicht die Crawler auslöst, ne? Vielleicht so nochmal eine 50-50-Chance eingebaut, ne? Wer den Crawler hier. Woi, nicht springen, du. Wer halt den Hebel betätigt, muss dann gegen 10 Crawler kämpfen und einen grausamen, fürchterlichen Tod spielen. Ah, ne, wir müssen Dämonen besiegen. Ja, super habe ich das jetzt gemacht. Dämonen gleich. Mega, mega, mega. Und Templer, fanatische Templer. Ja. Ein Traum, ein Traum, ein Traum. Ja, wir wollen es ja noch mal richtig schwer hier am Schluss haben am Schluss. Ne? Aus sicheren Quellen habe ich erfahren, dass der Schläfer ein kleiner Penner ist, der bloß schläft und ganz einfach ist. Ne? Also. Ah nee, das hat dieses zweite Tor aufgemacht. Cool. Oh, ja, hier sind diese Templer, die ich ja gelesen habe in dieser primitiven Orkschrift. Die Crawler stellen sich ziemlich primitiv gerade an. Dann hau ich ihn halt mal auf primitive Weise auf den Schädel. Genauso machen wir das bei mir. Da gibt's kein langes Fackeln. Da wird aufs Maul. Mir fällt das Wort nicht ein. Gehauen. Ah ja. Selbst da müssen wir nicht großartig rätseln. Der Aufzug fährt einfach schön runter. Nur weil wir so einen blöden einzelnen Knopf gedrückt haben. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich nochmal drehen. Oder fährt. Ah ne, der fährt ja von automatisch hoch. Der hat uns ja fast zerquetscht, der Aufzug. Genau, ha, ja. Ich habe tatsächlich noch ein Kurzzeitgedächtnis. Obwohl ich in den letzten Tagen in der Kolonie ziemlich oft aufs Maul bekommen habe. Ach ja, wie kommen wir jetzt da eigentlich rüber? Ah ja, das sieht schon mal ziemlich nach Sprungmöglichkeit aus und hep, nein. Nee, nee, das schaffen wir. Probieren wir es. Au, mein Kopf. Na super, jetzt sind wir da unten. Nee, das ist schon mal nix. Das war schon mal nix. Kann man da hoch? Ja, du sollst da hochspringen, nicht mit dem Kopf. Der will immer mit dem Kopf durch die Wand, der Held, ne? Also wahrscheinlich über den Weg, über den wir auch gekommen sind, zurück. Oder hier? Nee, nee, das bringt ja uns nix. Supi. Wie, wenn wir das nicht mal schaffen, wie wollen wir dann den Schläfer gegenüberstehen? Der Schläfer! Das ist ein Mördervieh und wir kommen mit so einer blöden Aufgabe nicht da, wo man da zurückspringen muss. Also, hey. Ach, ja, da. Wir haben nur noch gebrutzelt. Schönes Barbecue, ne? Bevor ich da jetzt lange rumrätsel, gehe ich einfach außen rum. Ganz einfach, da fackel ich nicht lang, habe ich ja schon vorher gesagt. Nee, das geht so nicht. Nee. Nee. Naja, dann müssen wir es halt. Außer vielleicht hier ist vielleicht noch, aber ich weiß hier nicht weiter. Nee, da habe ich jetzt echt keinen blassen Schimmer von. Naja, dann gehen wir einfach hier, springen wieder über Lava und Stein. Wow! Anstatt über Stock und Stein, springen wir über Lava und Stein und gehen einfach außen rum den komplizierten Weg. Dadam, dadam. Viele Gothic-Fans, die zufällig dieses Video eingeschaltet haben, fassen sich jetzt bestimmt in den Kopf und denken sich, oh, was für ein Trottel, da muss man doch einfach nur den Weg gehen und dann so springen und dann den Schalter umlegen und dann einfach in die Konsole das und das eingeben und schon ist man da drüben. Nein, liebe Freunde, ich bin ein Noob, das müsst ihr doch mittlerweile herausgefunden haben. Und
irgendwie ist gerade alles buggy. Ich weiß echt nicht, was da los ist. Jetzt fängt es das Ruckeln an. Naja, dann starten wir einfach neu. Es ist gerade so spannend. Nee, also ehrlich. Ich bin froh, wenn ich jetzt endlich mit Gothic durch bin, weil mit Gothic 2 habe ich dieses blöde Geschieß nicht, dass ich da dauernd immer nach 18 Minuten und dann 20 Minuten, nach 30 Minuten immer wieder neu starten muss. Also, ja, dann haben wir das einmal für diesen Part so. Ciao!